T-Hex, Super Nani Nerzolanza. I ma solen wie Essen. Aha. Ich kann nicht mehr. Sollen wir ihn nicht einfach abhauen? Wie denn? Ohne Landkarte finden wir nicht raus aus dem Wald. Sie kommt. Was soll das hier? Was habt ihr in der Hand? Nicht schon wieder. Hier. Das ist mein Glück, meine Kinder. Hier schaut's. Was ist das für ein Mittagessen? Hier, habt ihr süße Schleifkuchen. Und mir ein Schleifkuchen. Einen. Und ich muss. Sein. Mir ist jetzt schon schlecht. Pfui! Super Nanny, ich gehe schlafen. Was? Ich gehe schlafen. Es ist erst Mitternacht. Die Party fängt erst an. Ich hab richtig Lust, so lang bis Wacker in Bohus. Hallo ihr Leute, wir feiern heute. Jetzt brennt die Luft. Was isst du hier? Es ist nur eine Karotte. In unserem Haus isst man kein Gemüse. Aber das war das erste Mal. Und das letzte. Hier, als Strafe einen Lebkuchen und ab Computer spielen. In dem Fall achtet die Nanny auf gutes Essen. Gut heißt nicht gesund. Aber das ist egal. Hauptsache, es schmeckt. Nanny, wir gehen Fußball spielen. Okay, die Playstation ist im Wohnzimmer. Aber wir gehen auf den Fußballplatz. Was? Auf keinen Fall! Hier, habt ihr FIFA 21. Ab ins Zimmer. Ach, die Jugend heute. Die Super Nanny hat ihre Regeln. Die Kinder müssen sich an die Regeln halten. Klare Regeln. Heißt stressfreie Erziehung. So lautet das Motto. Danke für das Essen. Ich wasche heute ab. Was soll das schon wieder? Wohin mit dem Teller? Lass den Teller und schmeiß die Reste auf den Tisch. Was ist das für ein Kultur? Savoir vivre hat anders interpretiert. Ja. Könnt ihr euch ein Handzimmer anziehen? Aber warum? Ich möchte mich auch einmal in die Arme verspäten. Für dich ist das normal. Nani? Ja, hast du, als du klein warst, Zigaretten geräucht? Ja, mein Kind. Zigaretten, Alkohol. Alles muss man versuchen. Keine Angst, ich zeig dir alles.
machst du hier? Teleporten. Bist du bescheuert? Nein. Für die Nacht? Hör auf. Hier ist mein Lebkuchen und ab ins Bett. Was trinkst du da? Wasser? Was bildest du dir ein? Ich habe gehört, dass Wasser gesund ist. Wer hat dir das gesagt? Hier ist kein Gramm Zucker. Ich weiß, was gesund ist. Hier. Prost! Die Supernanny geht offen mit ihren Erfahrungen um. Ob das gut ist? Keine Ahnung. Nani, gibt's etwas Gemüse zum Mittag? Ja, mein Kind! Hier hast du. Tomaten! Hansel, zieh die Jacke, die Mütze und die Maske aus! Sofort! Aber heute ist kalt und es ist Corona-Time. Umso besser. Du erkaltest dich, bekommst Corona und musst nicht in die Schule. Dani! Dani! Machen wir einen Ausflug heute? Ausflug? Ja, vielleicht machen wir einen Picknick. Gute Idee! Wir fahren zu McDonald's! Warum bist du allein? Wo ist Nanny? Mann! Sie hat so genervt! Ich hab sie in den Ofen geschubst! Könnte Ärger geben. Hat auch keiner gesehen. Und das Jugendamt holt uns übermorgen ab. Hast du denn die Kameras vorher abgeschaltet? Kameras? Mann, du Idiot! Die nehmen das doch alles für RTL auf. Ups. Mein DFK, tiriri, wir bleiben zu Hause. Hast du Lust auf noch etwas Neues? Und zeigen, was du drauf hast? Dann komm, bewerb dich schon jetzt bei Jugendbox. Du bist Jugendbox. Mein DFK, tiriri, wir bleiben zu Hause. Hiermit eröffne ich die Verhandlung gegen Hansel und Gretel wegen versuchten Mordes an eine Supernanny. Gretel, was hast du dazu zu sagen? Also, die alte Hexe hat so einen Stress geschoben. Genau, wir mussten Lebkuchen essen, Cola trinken, ja, das war gut, Computer spielen und dürfen nicht die Zähne putzen. Ein Horror! Wir durften keine Bücher lesen und sollten uns in die Schule verspäten. Wir mussten McDonald's essen. Lange hätten wir das nicht mehr ausgehalten. Aber ihr wart doch bei der Supernanny. Die ist wirklich super. Wieso lebt die alte Hexe eigentlich noch? Tja, ihr Leben, ich habe keine Hohlsuppe wie eine Hexe, sondern eine Mikrowellenkammer. So ein Mann da drin ist und keinen macht die Tür zu. Passiert auch nichts. Frau Supernanny, können Sie sagen, wie es zu diesem Mordversuch kam? Die hatten es sich zu gut bei mir. Sie waren für mich
Sie waren für mich mein Ein und Alles. Danke. Es ergeht folgendes Urteil. Hänsel und Gretel werden zu 2 Jahren Dschungelcamp mit der Supernanny verurteilt. Nein!